Hallo und herzlich willkommen zurück, werte Zockerfreunde, zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir sind auf dem Sind Weg zum schon unterwegs. Brazilian Wald und da werden wir uns doch jetzt einfach mal hinmachen. So, meine Güte, da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich auf ein paar Werwölfe treffen oder ich glaube ehrlich gesagt eher auf eine Menge Unvieh, ne? Gebiet freigeschaltet. Eieiei. Da wollen wir doch mal gucken. Was sagt denn die Karte eigentlich? Wir haben natürlich noch nicht so viel entdeckt, das war eigentlich ziemlich klar. Ja, ich bin vorsichtig. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Elfenwurzel. Oh, schöne Musik, oder? Ein bisschen mysteriös. Oh, schönes Wasser. Und da wurden wir doch entdeckt. Was haben wir denn da oben? Oh, ich sehe nichts. Ein Wolf. Okay, Wer eine Menge das Wölfe. erste einen erschlägt, gewinnt. Ja, ist das so? Na, komm schon, Freunde. Lass mir doch einfach mal ein bisschen zu uns kommen, oder? Da hinten sind auf jeden Fall Wölfe. Gehen wir einfach mal den Weg hier entlang. Warum denn nicht? Na, komm schon. Ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie langsam. Dann kommt mal her. Win. Was hast du denn vor? Wolltest du ihn mit dem Stocker schlagen oder was? Lass uns das mal machen. Oh, und hier haben wir einen Werwolf. Eieiei, das sieht ja richtig gut aus. Ich Dann wollen wir kläre mal. So. So, da sind sie ganz schnell hinüber. Codex wurde natürlich aktualisiert. Das ist der erste Werwolf, auf den wir gestoßen sind. Und die haben auch leider nichts dabei. Dann wollen wir doch einfach mal weiter. Die Elfenwurzel nehmen wir noch mit. So, und da kommt nämlich der Rest. Ja. Na, wen wollt ihr? Die wollen mich, oder? Dann kommt mal her. Boah. Na gut, aber so übermächtig sind sie noch nicht, ne? So. Boah, der hat einen Blutrausch oder so. Ja, sehr schöne Sache. So, wir warten hier ein bisschen. Ich glaube, die Morrigan ist schon mal allein unterwegs. Das gefällt mir gar nicht. Eieieiei. So, komm schon. Die verfehlen. Ah. So, nochmal eben fix zurück. Denn die haben immer ab und zu gerne ein paar Felle dabei. Oder ein Elixier der Erdung. Ne? So im Fell versteckt. Das nehme ich natürlich gerne an mich. Eieiei, komm, Frames. Jetzt brich mir hier bloß nicht weg. Das muss nicht sein, oder? Denn, wie gesagt, ich bin immer noch am Rendern und am Hochladen. Aber eigentlich müsste er es schaffen, ohne Probleme. Oh, ein verderbtes Wolf. Na, komm her. Eieiei. So, war es das erstmal, ja? Ja, finde ich gar nicht so schlecht. So, Wolfsfell. Naja, also ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht gewesen. Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, weil wir jetzt schon echt gut equipped sind, in dem Sinne auch geskillt sind. Das macht ja auch einiges aus. Aber dann wollen wir doch mal weiter gucken, was uns so hier erwartet. Eieieiei. Okay, ein großer Bär. Alistair, Alistair. Guck mal, das ist ein großer Bär. Hier. So. Aber wollen wir mal gucken, ob wir mit dem großen Bären nicht zurechtkommen. So, schön von hinten rein. Können wir den betäuben? Sehr schön. Ja, der hält doch nicht lange aus. Schwupps. Vorbei ist es. Ein Leichnam. Aha. Oh, wie nett. Ein gehärteter, nietenbesetzter Helm. Den können wir sogar direkt verwenden. Wer hätte das denn gedacht? Da finden wir doch tatsächlich mal ein. Ja, so, mal eben gucken hier. So, das ist auf jeden Fall schon mal besser. Findet er nicht? Da haben wir doch echt noch einen Helm gefunden. Nicht schlecht. Hat der Bär noch irgendwas dabei? So eine versteckte Rüstung oder so unterm Fell? Leider nicht. Oh, was ist das denn hier Schönes? Andrastes Segen. Oh, das ist ein Geschenk. Ja, nicht schlecht. Eine kleine weiße Wind. Was? Wildblume? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Geschenk. Wer. Oh. Oh, wird gespeichert. Okay. Wer kann das denn mögen? Wer ist das denn? Eieiei, mit denen können wir uns unterhalten. Ui, Windläufer. Ist das etwa. Nee, das ist nicht Schattenreißer, oder? Ich will es nicht hoffen. Laufen wir mal hin. Die Wachwölfe sprachen die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Die Deli schicken ausgerechnet einen Menschen, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Welch bittere Ironie! Okay.
Naja, wie verhandeln wir jetzt mit denen oder wie gehen wir weiter? Sterbt Bestie, wir können sie im Grunde genommen direkt abschlachten, aber ich glaube, das ist nicht Sinn an der Sache, ne? Ich bin hier, um Schattenreißer zu töten, weiter nichts, na. Ich bin kein Diener der Dalish, nee, sind wir im Grunde genommen nicht, obwohl doch, ich meine, wir sind ja ein grauer Wächter, wir sind ja für jeden ein Diener. Gesprächig, ich dachte, Werwölfe seien wilde Bestien und wer seid ihr dann? Naja, fragen wir ihn doch mal, warum er sprechen kann. Wir sind Bestien, aber nicht länger einfach und hirnlos. Ja, versetzt euch das nicht einen kalten Schauer? Ihr sprecht mit Windläufer. Ich führe meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Dalish und sagt, dass ihr versagt habt. Sagt ihnen, ihr werdet mit Wonne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Jetzt bezahlen sie dafür. Eieiei. Also wir haben auf jeden Fall allerhand zu tun, ja, auf den Fluch, der auf ihnen lastet. Was für ein Fluch ist es denn? Naja, aus dem Weg, außer ihr sagt mir, wo Schattenreißer ist, aber hier haben wir direkt überreden. Ich möchte lieber mit euch sprechen. Ich will euch nichts tun. Einschüchtern? Nee. Nee, machen wir mal überreden. Euch nicht Zazrien geschickt? Er will nur unsere Zerstörung, kein Gespräch. Ist das so, ja? Naja, ihr habt seinen Clan angegriffen. Warum sollte er keine Vergeltung üben, oder? Ihr wisst gar nichts. Nichts über uns und noch weniger über jene, denen ihr dient. Ihr seid ein Narr. Das Gespräch ist beendet. Verlasst den Wald, solange ihr noch könnt. Lauft zu den Dalish und sagt ihnen, dass sie untergehen werden. Uiuiui, jetzt kommt's langsam drauf an. Also einschüchtern machen wir auf jeden Fall nicht, denn wir sind ja eher so ein Überredenskünstler. Naja, aus dem Weg, blablub, das hatten wir schon. Naja, dann drehe ich mich jetzt um und gehe. Kein Grund zum Kämpfen, überreden. Ich will nicht kämpfen, aber Rückzug, ja, Rückzug ist auch keine Möglichkeit und so ist es. Ich will auch nicht gegen euch kämpfen. Aber wir können euch nicht trauen. Kommt, Brüder und Schwestern, ziehen wir uns zurück. Der Wald hat Augen und wird sich wie eh und je um Eindringlinge kümmern. Eieiei, ein neuer Screenshot und dann ziehen sie davon. Okay. Lalala, lalala, wir waren nicht hier. Das finde ich natürlich jetzt interessant. Also, die möchten nicht gegen uns kämpfen, haben aber einen super Groll gegen die Dalish-Elfen. Ich meine, eins und eins stimmt nicht so ganz. Friedfertige Werwölfe? Ich meine, naja. Irgendwie stimmt da etwas nicht. Was haben wir hier? Ein Skelett mit einem Bogen drinne. Braucht man, glaube ich, nicht, ne? Natürlich. Unsere gute Liliana hat ja einen richtig guten Bogen, zumindest erstmals. Da werden wir auch definitiv im Laufe des Spiels noch mehr finden. So, da unten waren wir auch schon. Dann wollen wir doch einfach mal den Weg weitergehen. Na, laufen wir mal hier entlang. Ja, das ist so eine Art Kreuzung, ne? Wenn ich es richtig sehe auf der Karte. Also können wir nur noch hier entlang. Und direkt der nächste Kampf. Was haben wir denn wieder? Na, Werwölfe wieder. So, dann kommt doch mal her, Freunde. Uiuiui, es sind einige. Oh. Das kriegen wir aber schon hin, oder? Oh, jetzt geht's aber ab hier. Na, komm schon. Eieiei. Nehmen wir den hier. Komm, betäubt den mal. Gehen wir mal schön hinten ran. Oh, ein Level up. Sehr schön. Na, komm schon. Oh, ein gelber. Ja. Natürlich. Meine Güte. Ja, Geht verzeiht, schon Freunde, oder die geht's nicht? Framerate geht da ein bisschen weit runter, auch wenn ich Los jetzt hier geht's. alles gleichzeitig mache. Vielleicht ist es letzten Endes doch ein bisschen zu viel. Was ist das denn bitte? Ach so, eine Bezauberung, okay. So. Werwolffell. Ich hoffe, das gibt eine Menge Geld. Und wir hatten ein Level-Up. Das werden wir uns so direkt mal angucken. Level 12 sind wir. Ja, erst ab Level 14 gibt es wieder einen oben drauf. Und wir werden jetzt mal. Ja, was machen wir denn? Ich sag mal, wir gehen auf 32 Geschicklichkeit und dann wieder eine auf Klugheit. Ich denke mal, das ist schon.
Wunderbar, so sollte es sein. Ah, jetzt können wir uns natürlich überlegen. Also ich meine, wir könnten jetzt in Überleben einen Punkt reinsetzen. Ah, vielleicht können wir dann doch der Haller helfen, ne? Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Sag mal, die Haller retten wir nicht. Ich bin mir da ziemlich unschlüssig, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, Manipulationsmeister wunderbar, genauso wie meisterhafte Kampfausbildung, so und so die Kampftaktikfelder, ist ziemlich wichtig, aber Überleben. Komm, wir packen mal einen Punkt rein. Ich bin aber der Annahme, dass wir 2 Punkte brauchen in verbessertes Überleben. Ich hoffe, wir machen da jetzt nichts Verkehrtes. Und wir werden auf jeden Fall Gerätemeisterschaft jetzt nehmen, um dann letzten Endes wirklich alle Schlösser aufzuknacken. Ich meine, ja, wir könnten natürlich noch andere Skillpunkte woanders hinzufügen. Wir haben noch genug zum Skillen, aber so bleibt es erstmal dabei. Ich hoffe, es reicht. Aber ich meine, es geht nicht, nein. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Punkte bei verbessertes Überleben. Also wie gesagt, es ist ja schon einige Zeit her, da ich das ganze gute Spiel hier schon mal durchgespielt habe. Und der Haller hatte ich auch schon mal geholfen. Aber letzten Endes kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie viele Punkte wir brauchen. Verringert. Oh, das ist aber nett. Das ist aber ein netter Gürtel. Den schauen wir uns so direkt mal an. +3 Verteidigung, verringert Feindseligkeit. Alistair braucht den definitiv nicht. Ja, Willenskraft, +2 Magie. Nö, das ist doch was für uns, ne? Ich meine, +3 Verteidigung. Nö, dann werden wir den auf jeden Fall mal benutzen. Findet er nicht? Oha, wer ist das denn? Hallo? Was? Wer ist da? Eieiei, der ist schwer Verwundete. Ihr seid schwer verwundet. Was passiert? Wir sollten Schattenreißer finden, sein Herz holen. Angegriffen. Ich. Oh, verdammt, er ist bewusstlos geworden. Okay. Ach, was können wir jetzt? Den Jäger liegen lassen? Auf keinen Fall. Ihn ausschalten, solange er bewusstlos ist. Die Ausrüstung des Jägers untersuchen. Versuchen, ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen, um ihn zu befragen. Ihn untersuchen oder den Jäger ins Lager der Dalish zurückbringen. Auf jeden Fall werden wir ihn zurückbringen. Endarin Etishan, grauer Wächter. Unsere Späher haben euch kommen sehen und mir berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Ah, Dagon! Er ist verwundet, aber ich glaube, er wird überleben. Masiranas, vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lethalin, bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten. Ja, dann viel Glück dabei. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Aber immerhin, schön. Ach, Wind stimmt mal zu, weil wir ihm geholfen haben. Und Morrigan ist mal nicht dagegen. So, jetzt dürfen wir aber den ganzen Weg wieder hinlatschen. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Ah, wir sind aber eigentlich schnell genug. So, zacke, zacke. Da oben hatten wir schon alles. Hier hatten wir auch schon alles. Wir müssen wieder über die Brücke. So, komm schneller, schneller. Aber es sieht doch wirklich schön gemacht aus, ne? Dafür, dass das Spiel schon so alt ist. Sehr idyllisch. Und natürlich spielen wir das in High-End-Auflösung, ne? Also, ist ja eigentlich ziemlich klar, ne? So, gehen wir nochmal eben kurz hier runter gucken, ob wir hier noch irgendetwas haben. Ach, da hinten waren wir schon mit dem Skelett. Wunderbar. Haben wir genau die andere Seite getroffen. Oh, was ist das denn da unten? Oh, eine Feuerstelle und ein Zelt. Eine Schlafstelle. Okay. Komisch, komisch. Ein Lager. Eieieiei. Sehen uns wirklich nie aus. Oh nein, ein Oger. Ein Oger ist dabei gar nicht gut. Dann wollen wir doch einfach mal gucken, wie es. Oh, sehr schön. Sehr schön vorsichtig. So, den Oger holen wir uns, oder? Na, komm schon. Boah, was kriegt der auch rein von uns? Sehr schön. So, komm her, Hurlock. Also ich meine, langsam aber sicher sind wir verdammt stark geworden, ne? Das muss man ja wirklich zugeben. Also wir haben da echt ganz geringe Probleme nur noch. Genau, mal schön da voll drauf. Eieiei, der kassiert aber auch. Er ist ja schon hops. Ja. Ja. Sehr schön. Also es klappt ja wie am Schnürchen, ja? Ach, sieh an, der Oger, da hat er etwas dabei. Ich hoffe, was Nettes.
Eine Silberkordel. Geistresistenz, Zauberresistenz. Okay, brauchen wir weniger. Also zumindest bin ich der Meinung, dass wir so etwas nicht anlegen sollten. Eher benutzen wir dann das Hauptattribut oder so. Na, hier wurde gekämpft. Okay. Aber sonst sehe ich hier nichts, ne? Gucken wir uns lieber vorsichtshalber noch einfach mal ganz genau um. Da hätten wir jetzt runtergehen können. Ah, hier unten liegt etwas Schutt. Okay. Was haben wir hier drin? Ein Ochsenknochen und eine bemalte Himmelskugel. Interessant. Wer hat sich nochmal dafür interessiert? Der Stan, glaube ich, ne? Nanu. Habe ich gerade so einen Knick in der Optik oder warum sehen die beiden Bäume unterschiedlich aus? Naja. Wie dem auch sei, ein Grabstein haben wir hier. Okay, hallo. So, vor dir siehst du einen Grabstein. Sein Anblick beunruhigt dich. Okay, den Grabstein in Ruhe lassen. Damit hat es auf jeden Fall noch etwas auf sich. Kann ich mich gerade nicht dran entsinnen, was es war. Aber ich denke mal, wir werden im Laufe der Zeit nochmal wiederkommen. So viel steht fest. So, da hinten geht es den Weg auf weiter. Ah, ein umgestürzter Baum. Und hier gibt es Eisenburke. Ja, super. Klasse. Quest aktualisiert. Und, what the? Ein wilder Waldgeist, okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja, er mag uns auf jeden Fall nicht. Und dann wollen wir doch mal gucken. Können wir ihn betäuben? Aua. Boah, der tritt dann uns. Ich glaub's ja nicht. Eingefroren ist er. Na komm, schnell, schnell, schnell. Jawohl. Ja, das hat doch einigermaßen gut funktioniert. Also die Bäume sind auch gegen uns. Der ganze Wald ist irgendwie gegen uns. Zumindest habe ich die Befürchtung. Aber der hat auch nichts dabei. So, dann wollen wir hier doch mal gucken. Da ist Todeswurzel. Natürlich. Die werden wir uns natürlich immer kurz mitnehmen. Und dann können wir auch direkt ins nächste Gebiet. Da will ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht hin, werte Freunde. Ich will mich noch ein bisschen umgucken. Da ist der gesamte Wald gegen uns. Schauderlich, ehrlich gesagt. Stell dir vor, du bist im Wald und die Bäume erwachen zum Leben. A la Baumbart. Oh, Spiel wird gespeichert. Oh, das. Oh ja, ich wollte gerade sagen, das ist nichts Gutes. So, unfairer Kampf. Nee, ignoriert er irgendwie. Aber die Morrigan mit ihrer eisigen Berührung ist da richtig gut. Na komm schon. Ja, keine Chance. Hat er denn wenigstens was dabei? Nee. Wir bräuchten so und so mehr Eisenborke. Ja, war ja klar, dass der nächste erwacht. Da werden wir, glaube ich, noch auf einige treffen. Na komm hier, Attacke drauf. Warum greifen denn die anderen nicht an? Ich glaube, wir müssen sie auf aggressiv stellen. Boah. Aua. Das war aber gemein. Das ist ja schon klar, ne? Oh, was ist denn jetzt hier los? Heil mich, heil mich. Dankeschön. Oh, was ist das denn? Ja, das denke ich auch. Naja, die Gruppe hält auf jeden Fall. Ich meine, selbst nach so langer Zeit, die Gruppe ist standhaft, gerade mit der Vin, die uns heilt. Wir warten jetzt mal eben kurz, damit die Vin mal ein bisschen Mana regeneriert. Aber was war das denn für eine fiese Wurzelattacke? Oh, und da ist eine große Eiche. Aber mit der können wir uns unterhalten, so wie ich das sehe. Okay. Ja, ich bin gespannt. Laufen wir erstmal hier ein bisschen rüber. Ja, das war doch so klar wie Kloßbrühe, oder? Ach, sogar zwei. Ach, verdammt. Wer ist denn gefangen? Okay, Alistair auf jeden Fall nicht. Der geht dann in Kampf. Ah, Vin ist auch gefangen. Wir sind alle gefangen, bis auf Alistair. Verdammt nochmal. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er... Oh, jetzt sind alle gefangen. Oh, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Jetzt müssen wir uns aber auf jeden Fall mal hier schnell beeilen. Komm. Und sofort drauf da. Dann werden wir, genau, den ersten direkt mal kaputt machen. Aber warum sind die denn immun hier? Das verstehe ich nicht so ganz. Also betäuben können wir sie auf jeden Fall nicht, aber jetzt kommt schon. Gleich haben wir ihn. Ach. Also diese idiotische und blöde Wurzelattacke, da bin ich kein Freund von. Wie kann ich nur so etwas vergessen, dass die so einen Wurzelangriff haben? Das ist alles andere als nett. Ah, naja. Egal, neues Gebiet, neue Tücken. Und jetzt bitte? Achso, da ist sogar noch einer. Ja. Komm du ruhig mal her, Alistair. Kümmere dich direkt mal um den. Ah, der ist immerhin weiß. Das heißt, er ist nicht ganz so aggressiv. So, jetzt aber ja. So, sehr schön. Ohne Probleme, ohne Probleme. Ah, dass die nichts dabei haben. Schade eigentlich. Ich meine, Kräuterkunde und so funktioniert ja, glaube ich, auch nicht, oder? Wir hatten hier, komm mal her, Morrigan.
Nö, wir können die auch nicht irgendwie weiterverwenden, verwerten, wie auch immer. Aber, Freunde, wir haben hier noch eine große Eiche. Und was es mit der großen Eiche auf sich hat, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und bis dahin.